Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute möchte ich euch die Wetter-App von Windows 8 mal zeigen. Also, zuallererst, hier ist die App, hier könnt ihr die sehen. Und noch seht ihr nun ein kleines Sonnensymbol. Wenn ihr hier einen Rechtsklick drauf macht, habt ihr unten ein kleines Menü. Jetzt könnt ihr sagen, ihr möchtet die App hier weg haben, ihr möchtet sie komplett deinstallieren, ihr möchtet das Symbol kleiner machen oder ihr möchtet den Live-Modus aktivieren, der normalerweise immer an ist. Jetzt würdet ihr praktisch auch das aktuelle Wetter sehen. Jetzt ist natürlich New Delhi in Indien drin und das brauchen wir hier in Deutschland natürlich nicht. So, jetzt öffnen wir die App einfach mal. Und jetzt zeigt er uns hier einmal die Übersicht. New Delhi, Sonnenschein gerade, 82 Grad, Fahrenheit natürlich. Gut, jetzt möchten wir natürlich erstmal sagen, wir möchten es auf Grad Celsius haben und nicht Grad Fahrenheit. Wir gehen hier oben rechts hin, fahren runter mit der Maus, gehen auf Einstellungen, gehen auf Settings und sagen hier einfach Celsius. Und schon wird es in Echtzeit geändert, wie ihr sehen könnt. Ihr müsst jetzt nichts übernehmen oder sonstiges. Gut, hier wieder zurückgehen. Auf der rechten Seite seht ihr noch zu den Uhrzeiten, wie gerade das Wetter ist. Ganz interessant, wie viel Regenwahrscheinlichkeit und so weiter. Hier unten seht ihr jetzt den Balken. Der ist immer gleich bei irgendeiner App. Ihr könnt ihn jetzt entweder mit der linken Maustaste gedrückt halten und rüberziehen. Dann würdet ihr jetzt praktisch die Karte nochmal sehen von Indien. Oder ihr benutzt einfach das Mausrad zum Scrollen. Hoch geht nach links, runter scrollen geht nach rechts. Gut, Indien bringt uns das natürlich nicht viel. Wie wir das Ganze ändern können? Ganz einfach. Wir machen jetzt irgendwohin hier einen Rechtsklick. Und gehen jetzt auf Places. Hier ist jetzt Indien drin. Wir gehen auf das Plus. Und wir nehmen jetzt einfach mal die SupportNet-Hauptstation Berlin. In Deutschland natürlich. Jetzt ist es drin. Wir sehen hier schon 9 Grad nur. Regengefahr. Naja, also wenn ich aus dem Fenster gucke, regnet es gerade nicht. Aber vielleicht irgendwo. Und wir gehen wieder zurück. So, jetzt haben wir zwar immer noch dieses Indien-Wetter hier drin, aber wenn wir jetzt nochmal einen Rechtsklick machen, auf Places gehen und Deutschland anwählen, ist jetzt Berlin hier drin. Also, schöne Übersicht. Wir können jetzt wieder scrollen. Sieht natürlich nicht so schön aus wie in Indien. Wir sehen hier wieder die Satelliten und die normalen Karten, die ganzen Wahrscheinlichkeiten. Regenfall, Sonnenfall, alles zum Einstellen. Wunderbar. Wir haben hier noch ein kleines nettes Gimmick, ist das World Weather, das Weltwetter. Und da wird uns immer in der ganzen Welt angezeigt, wie da die Temperaturen sind. Also wenn ihr gerne mal jetzt irgendwo verreisen wollt, könnt ihr sagen, ach, gehen wir lieber mal hier nach Brasilien. Und hier sieht es gut aus. 24 Grad. Gut, jetzt möchten wir aber wieder auf Places gehen. Berlin, Rechtsklick. Und jetzt sagen wir Set as Default. Also Berlin soll immer Standard sein, wenn wir die App öffnen. Was ja auch besser ist. Gut, wir können jetzt nochmal einen Rechtsklick machen. Und wir können auf Home zurückgehen. Und dann würden wir praktisch auf diesen Startbildschirm kommen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, sehen wir jetzt, jetzt hat es gerade sich geändert von Indien auf Berlin. Wir würden jetzt die ganze Zeit immer sehen, was für eine Temperatur ist und was für ein Wetter gerade in Berlin ist. Wir können jetzt natürlich sagen, wieder verkleinern. Gerade wenn wir es ein bisschen kompakter haben möchten. Und wieder reingehen. Und wir sehen, Berlin ist wieder als Standard drin. Wir können jetzt natürlich auch sagen, Places hinzufügen. Wir wollen natürlich auch noch wissen, wie es in München ist. München, Deutschland. Ist sogar noch ein bisschen kälter, Nebel drin. Wir gehen rauf. Aber das Bild ist natürlich ganz nett. So, wenn wir jetzt einen Rechtsklick wieder gemacht haben, können wir jetzt hier unten gehen auf Pin. Jetzt geben wir dir noch einen Namen und sagen, na, wir machen es mal auf Deutsch, Wetter München und sagen einen Startbildschirm anheften. Gehen wieder zurück und jetzt sehen wir oben, zwei Wetterkarten. So, wir machen das mal wieder weg, machen das größer.
So, und jetzt haben wir immer im Überblick Berlin und München, wie das Wetter dort ist. Also, wenn ihr Wetterfüchse seid und mal wissen wollt, wo überall das Wetter schön ist, könnt ihr euch das so einrichten. Und dann viel Spaß beim Ausprobieren.